Wie ihr seht, seht ihr nichts. Das heißt doch, ihr seht uns. Im Garten, bei Dunkelheit, fast in Essen. Wir grillen für euch heute Burger. Wir haben euch am Anfang schon gesagt bei unserem Kanal-Intro, dass wir ein bisschen durchgeknallt sind. Das wollen wir natürlich heute unter Beweis stellen. Zum einen gibt es heute einen Burger, einen klassischen Burger aus reinem Rindfleisch mit einer selbstgemachten Burgersoße, natürlich frischen Salat, frischen Tomaten und frischen Gurken. Viel Spaß! Wie anfangs erwähnt, stellen wir heute unsere Wahnsinnigkeit unter Beweis. Wir haben einen mega geilen Grill. Wir werden heute für euch super leckere Burger grillen. Bei 10 Grad Außentemperatur. Ich möchte bitte, dass das zu Protokoll genommen wird. Ich habe den Grill schon mal angestellt. Wir haben jetzt 270 Grad. Perfekte Temperatur, um unsere Patties auf den Grill zu legen. Ihr glaubt gar nicht, was ich mich freue. Alle drumherum frieren sich gerade so dermaßen den Arsch ab und ich habe 270 Grad am Grill. Was Schöneres gibt's gar nicht. Also. Ich verwende dafür natürlich nur reines Rindfleisch. Ich verwende dafür gekaufte Patties. Das ist aber euch überlassen. Ihr könnt natürlich auch Patties machen aus reinem Rindfleisch. Haltet möglichst die Temperatur hoch, sprich die Pfanne. Oder das Fett in der Pfanne sollte möglichst den Rauchpunkt erreichen. Passt nur ein bisschen auf, wenn ihr die Patties tiefgefroren in die Pfanne legt. Das spritzt wahnsinnig. Wenn nicht, dass ihr euch noch zusätzlich verbrennt. Das wollen wir natürlich nicht. Meine Patties sind drauf. Ich mache den Deckel nochmal gerade runter. Ihr seht wirklich Natur pur. In der Zwischenzeit würde ich sagen, widmen wir uns schon mal der Burgersoße. Für die Burgersoße nehme ich Mayo und Ketchup. Das verrühre ich erstmal und schmecke es hinterher ganz leicht mit etwas Süße ab. Ich habe mich dafür entschieden, ich werde dafür Honig nehmen. Ihr könnt natürlich auch gerne Zucker nehmen. Am besten eignet sich dafür brauner Zucker, dieser richtige Rohrzucker, der gibt nochmal richtig Geschmack. Und ein klein wenig, um die Fruchtigkeit zu unterstützen, würde ich euch empfehlen, nehmt einfach so einen kleinen Schuss Orangensaft. Wir brauchen jetzt auch keine großartige Süße hier drin, nur dass das Ganze so ein klein wenig abgerundet wird. Was machen unsere Burger? Ja. Können wir langsam mal drehen. Wir haben schöne Grillstreifen da drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, ich halte das jetzt gleich mal in die Kamera. Mal gucken, ob man das richtig sehen kann. Wie gesagt, Burger aus reinem Rindfleisch eignen sich optimal dafür. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, gemischtes Rindfleisch nehmen, sprich Schwein und Rind. Ich bevorzuge aber absolut das reine Rindfleisch. Hat für mich am besten Geschmack und schmeckt auch noch nach Fleisch und hat nicht so viel Wasser, was ich halt persönlich sehr, sehr wichtig finde. Je mehr Wasser das Fleisch hat, umso, ja, ich sag mal, umso wässriger und umso milder schmeckt es hinterher. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja einen richtig kräftigen Burgergeschmack haben. So, unsere Soße haben wir fertig. Als nächstes kommen wir zu den Brötchen. Brötchen, weiß jeder, schneiden wir natürlich nur einmal der Länge nach auf. Und was darf natürlich nicht fehlen, wir rösten diese Brötchen natürlich auch mit an. Ein Brötchen, was nicht angeröstet ist, ist einfach nur bappig und fade und schmeckt eigentlich nach nichts. Ja, so langsam kommen unsere Burger in Fahrt. Ja. Es gibt nichts Schöneres, als im Winter zu grillen. Das kann ich euch versprechen. Nebendran möglichst noch im Schnee kleine Vertiefungen bauen, ein bisschen was an Getränke reinstellen, optimale Kühlung. So, als nächstes natürlich, was darf nicht fehlen,
unsere Gurken. Ich habe die hier schon mal vorgeschnitten. Wie schon in den vorherigen Folgen mag ich es, wenn Gurken diagonal geschnitten sind. Bei den Tomaten schneiden wir uns Scheiben. Und da habe ich direkt noch mal so einen kleinen Kniff für euch. Das kennt ihr alle. Ihr habt immer das Grüne in der Mitte. Und ich denke immer, man muss ja nicht unbedingt die Tomate hier oben abschneiden. Die meisten machen es, die schmeißen es in den Müll. Ich nicht. Ich nehme eine ganz normale, stinknormale Sternhülle. Die setze ich an, drücke sie ein bisschen an und nehme damit mein Inneres raus. Und so habe ich eine komplette Tomate ohne Abfall. Und das ist der einzige Abfall, der bei mir übrig bleibt. Und der fliegt sowieso in den Müll. Dann können wir anfangen, unsere Scheiben zu schneiden. Bisschen dicker, damit man auch ein bisschen was von hat. Unsere Burger rauchen so langsam vor sich hin, optimal. Ja, Feuer! Also erschreckt euch nicht, klar, das kommt natürlich vom Fett, das ist normal. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. So, unsere Burger sind fertig. So sollten sie natürlich optimal aussehen. Sie sind auch innen noch saftig. Ich breche jetzt mal einen auf, dann seht ihr das auch, solange die Pfanne loslässt. Ja, also saftiger geht schon nicht mehr. So sollte ein Burger sein, dann schmeckt er auch. Dann schmeckt er nicht wie Wellpappe. Dann drehen wir mal langsam so ein klein wenig zurück. So. Und weiter geht's. Machen wir uns die nächsten Tomaten zurecht. Und dann können wir eigentlich fast auch schon anfangen, die Brötchen auf den Grill zu legen. Wie gesagt, röstet euch die Brötchen nur ganz kurz an. Das geht unheimlich schnell, weil ihr eine sehr hohe Temperatur habt. Wer jetzt natürlich keinen Grill hat, soll ja immer noch Leute geben, die haben keinen Grill. Ist auch nicht weiter schlimm. Ihr könnt auch ohne weiteres einen Toaster nehmen. Ihr legt euch oben dieses Brötchengitter drauf, schneidet ihr euch die Brötchen auf, legt sie da drauf und lasst sie dann nur ganz kurz noch sozusagen antoasten. So. Dann wollen wir mal langsam loslegen hier. Sowas schmeißt man auch nicht weg. Das ist man nebenbei. Auch hier kriegen wir jetzt wieder so langsam so eine kleine Grillmaserung rein. Das ist auch gewollt. Unsere Soße ist auch fertig. Auch dies gewollt. Leicht süßlich. Leichte Säure. Genauso wie sie sein muss. So, einmal drehen. Und dann können wir eigentlich schon fast anfangen, unseren Burger zusammen zu basteln. Also wir haben hier einige Leute drumherum stehen, die mich eben schon böse ausgeschimpft haben. Wir haben Hunger. Deswegen muss ich jetzt mal so ein bisschen die Sache so ein bisschen forcieren. So, nehmen unsere Burgersoße. Nehmt nicht zu viel, es soll jetzt nicht unbedingt runterlaufen im großen Stil. Aber es soll natürlich auch ein bisschen was drauf sein, weil ein Burger soll saftig sein. Salat. Salat könnt ihr natürlich nehmen, was ihr möchtet. Ich nehme mal ganz gerne so einen Salatmix. Oder aber von mir aus auch Eisberg wird gerne genommen. Nur ich finde, Eisberg ist immer so ein bisschen... Ja, du magst auch Salat. Eisberg ist immer so ein bisschen langweilig, finde ich. Und ich sage immer, ein Burger muss auch ein bisschen gut aussehen und ein bisschen schön aussehen. So, nehmen wir jetzt unsere Tomate und unsere Gurke. Ich denke mal, bei der Größe reicht das. Es gibt natürlich verschiedene Größen von Burgerbrötchen. Es gibt auch noch diese Riesenburgerbrötchen. Da lege ich dann natürlich ein klein wenig mehr drauf. Und jetzt kommt das Highlight. Das zweite Patty. Und unsere gerösteten Brötchenoberteile. Als Finish. Mehr brauchen wir nicht.
ich denke mal, das war wirklich kurz, knapp. Jeder kann es machen. Jeder hat bestimmt auch Spaß dran. Und wir hoffen natürlich, ihr habt unheimlich viel Spaß daran und es schmeckt euch natürlich auch so, wie wir euch das vorstellen. Der Variationen sind absolut keine Grenzen gesetzt. Wer möchte, legt noch eine Scheibe Käse drauf. Wer möchte, macht natürlich die Soße ein klein wenig schärfer. Als Chili-Burger zum Beispiel oder angebratenen Bacon oder was, Zwiebeln oder es gibt ja 1 Million verschiedene Varianten. Da sind eure Fantasie natürlich überhaupt keine Grenzen gesetzt. Wir möchten euch nur zeigen, wie man es machen kann. Was ihr daraus macht, ist letzten Endes eure Entscheidung. Und in diesem Sinne, Mahlzeit und viel Spaß. Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, hier findet ihr die Folge vom letzten Mal. Und hier, genau hier, findet ihr das neue Tutorial. Bis zum nächsten Mal. Ciao.